So Leute, ich glaube, wir müssen uns mal über meinen Resident Evil Rant vom letzten Video unterhalten. Ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine dastehe, aber doch unter den wenigen Leuten bin, die den Trailer richtig scheiße fanden. Es geht hier um Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ich war mehr als unterwältigt von dem Trailer, sei es was die Technik angeht, sei es was die Story angeht oder eben die Umsetzung der Figuren, der Sets, obwohl die zum Teil schön ausgesehen haben, aber das war alles so nicht gut. Es hat sich einfach nicht gut angefühlt und ich habe da jetzt nochmal eine Nacht drüber geschlafen, habe mir den Trailer jetzt nochmal angeschaut und eure Kommentare mal dazu auch durchgelesen, beziehungsweise auch Kommentare von anderen Videos. Ich ändere nicht zwingend meine Meinung zu dem, was ich davor gesagt habe, aber ich will mal ein bisschen darauf eingehen, warum ich so extrem genervt war von dem Trailer. Ich war ja schon direkt extrem genervt, ich war am Anfang richtig gehypt und als der Trailer dann nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, war ich ziemlich genervt. Ich habe mir da jetzt Gedanken drüber gemacht, ob das daran liegt, dass ich eben so ein Fanboy bin. Und tatsächlich habe ich da schon wie so ein kleiner Fanboy rumgenörgelt, rumgerantet. Und das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich kritisiere immer Leute, die meinen... Ja, aber das ist im Buch, ist das ganz anders. Das ist nicht eins zu eins umgesetzt, aber... Das ist immer ganz schrecklich. Wenn das eine Kritik ist, dann muss man anders rangehen, sehe ich auch ein. Deswegen muss der Tobi der Vergangenheit gerade mal von mir da wirklich einen Schlag dafür in die Fresse bekommen. War eine ganz doofe Sache, aber ich war einfach so überrascht, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Ich will jetzt hier mal ganz kurz erklären, warum das so ist. Kurze Beschreibung mal, was mich mit Resident Evil wirklich verbindet. Ich bin damit mehr oder weniger groß geworden, beziehungsweise ich bin eigentlich zu jung, um damit wirklich groß geworden zu sein. Aber ich bin mit dem zweiten Teil tatsächlich in Berührung gekommen, da war ich noch extrem jung. Weil damals der Vater von einem sehr guten Freund den zweiten Teil auf der PS1 gespielt hat. Und seitdem bin ich eigentlich schon Fan von Resident Evil. Inzwischen habe ich alle Teile auf den Konsolen, teilweise sogar doppelt und dreifach, weil eben auch verschiedene Varianten davon rausgekommen sind. Ich glaube sogar, ich habe 37 CDs und da nochmal 10 Stück gedownloadet. Und hierauf bin ich sogar sehr stolz. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, dass hier einfach mal Chris Redfield im Hintergrund rumsteht. Und zwar in einer riesengroßen, was heißt riesengroß, die ist schon groß, sehr cool verarbeiteten Statue. Ja, sieht man das? Aus der Special-Version von Resident Evil 8, beziehungsweise die Collector's Edition. Oh Gott, die Collector's Edition von Resident Evil 8. Das ist nämlich das Teil hier. Und ich kann das ja mal vorstellen, wenn ihr das möchtet. Das ist auf jeden Fall Resident Evil Village und da ist ganz viel Zeug drin, ganz viel Krams. Die habe ich übrigens damals gewonnen bei Games, als der liebe Wolf eine Verlosung gemacht hat und dabei eben die Frage gestellt hat, welcher Teil ist dein Lieblings-Resident Evil Teil? Und hier kann ich schon mal ganz kurz damit anfangen, was mich an dem Film so stört. Ich habe das Ganze nämlich gewonnen, weil die meisten gesagt haben, ey, Resident Evil 2 ist mein Lieblingsteil. Ey, Resident Evil 2 und 4 waren es, glaube ich, am meisten gewesen. Und ich habe dann eben wirklich detailliert beschrieben, warum Resident Evil 1, das Remake, der einfach beste Teil der Reihe ist. Und das hab ich, da habe ich mir wirklich Mühe beigegeben. Finde ich das noch, was ich da geschrieben hatte? Resident Evil 1 ist für mich ganz klar der beste Teil der Reihe. Ja, ich liebe auch den vierten Teil, aber Teil 1 und gerade dessen Remake macht atmosphärisch einfach alles so unfassbar vorbildlich richtig. Sei es das Donnergrollen, das auf den Blitz folgt, der stürmische Silhouetten in die engen Räume wirft, oder das unangenehme Schlurfen und Stöhnen der Untoten, die aus allen Richtungen durch die alten und zerfallenen Gänge wandern. Selbst die vorgerenderten Hintergründe wirken 2021, und dazu stehe ich immer noch, verdammt gut. Ich liebe Resident Evil 1 ganz einfach, weil es das ist, was ich mit Horror assoziiere und weil es im Vergleich zu den Fortsetzungen doch sehr bodenständig ist. Und damit kann ich schon genau einleiten, was mir am Trailer so fehlt. Alles, was ich am ersten Spiel liebe, hat mir der Trailer nicht gezeigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, doch, du hast doch die Villa gesehen, du hast die Zombiehunde gesehen, die Zombies, muss ich vielleicht nochmal sagen, da komme ich gleich nochmal drauf. Die sehen seltsam aus, ja. Das war ja irgendwie alles dann doch da. Aber die Atmosphäre war eine ganz andere. Es mag sein, dass das Lied, was dahinter gespielt wurde, komplett unglücklich gewählt war. Ich finde es bescheuert, dass man einen Song einblendet, der einem unterbewusst dann vermittelt mit dem Zusatzphrasen What's going on, dass es irgendwie darum geht, was ist denn gerade los? Im Spiel ist es nämlich so, dass es
relativ langsam losgeht. Man hört erstmal von bestimmten Mordfällen, wo man aber nicht weiß, was da wirklich los ist. Teilweise sprechen Menschen davon, dass den Leichen aber Gesichter fehlen, als wären sie gegessen worden. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Man geht hier von Kannibalismus aus und dann wird eine Truppe in Richtung Herrenhaus gesandt und soll eben untersuchen, was da los ist. Die Truppe kommt aber nicht wieder zurück und dann werden wir losgeschickt mit unserer Truppe. Wir können eben zwischen Chris und Jill auswählen, wen wir spielen möchten. Und dann ist das Ganze sehr mysteriös. Wir finden dann nämlich den Helikopter der Gruppe, die quasi vor uns losgeschickt wurde, und werden dann von zerfetzten, zerfledderten Hunden angegriffen, stürmen in eine Villa und dann geht das ganze Spiel los. Und das ist ein unfassbar bedrückter Augenblick, in dem man merkt, man ist hier komplett alleine. Irgendwas stimmt hier nicht, die Musik ist sehr gedämpft gehalten, man hört das Klackern der Uhrenpendel. Man hört seine Schritte am Boden, teilweise tropfen da einzelne. Man weiß nicht, was da wirklich tropft. Man denkt sich manchmal, okay, ist das jetzt Wasser, ist das vielleicht sogar Blut? Die Zombies tauchen aus dem Nichts heraus auf, wie dunkle Gestalten, die einfach mitten im Flur stehen und die aber den Weg versperren, weil das alles so eng und so beklemmend ist. Und du hast schon Angst vor einem einzigen Zombie, weil der auch schon gefährlich werden kann. Wenn drei auf dich zuschlurfen, dann überlegst du dir wirklich, okay, schieße ich jetzt oder schieße ich nicht, weil die Munition auch sehr rar ist. Es ist alles ein unfassbar atmosphärisches Spiel. Und jetzt zu sagen, wir nehmen das Szenario, friemeln es ein bisschen um und machen daraus eine Action-Bombast, so wirkt das Ganze zumindest. Vielleicht ist der Film am Ende auch ganz anders, das weiß ich eben nicht. Ich muss jetzt davon ausgehen, dass das, was ich im Trailer jetzt hier sehe, dass das ungefähr die Tonalität des Films sein wird. Wenn das aber der Fall ist, dann passt das nicht. Das ist dann nicht mein Erlebnis, was ich im ersten Teil hatte. Das hat mich schon mal tierisch gestört. Und dann, dass man tatsächlich Teil 1 und Teil 2 zusammenschmeißt, hat mich damals schon gestört. Ich dachte, sie finden vielleicht eine Lösung, das irgendwie zu machen. Die wusste ich aber nicht und sie haben es auch nicht geschafft. Der erste Teil bietet perfekten Stoff, um eine Geschichte zu erzählen. Und der Beweis dazu ist dieses Buch hier. Ich habe es nochmal angefangen zu lesen. Ich habe mir die ersten 4 Bücher davon mal gekauft. Das sind die Bücher von Resident Evil, die auch auf den Spielen basieren und die quasi die Handlung der Spiele erzählen, aber bestimmte Sachen umdichten oder auch dazu dichten, damit eben ein stimmiger Roman daraus resultiert. Und das haben die hier so gut gemacht, da wird sich Zeit dafür gelassen. Die Atmosphäre wird hier aufgebaut. Die Figuren werden besser beleuchtet. Hier bekommen die Figuren wirklich einen Hintergrund in den Spielen. Hier bekommen sie einen Hintergrund, der in den Spielen komplett flöten gegangen ist. Das ist wirklich schön. Kann ich auch jedem nur empfehlen, auch an diejenigen, die sagen, nö, ich habe keinen Bock, so Zombie-Roman zu lesen. Nur mal als Beispiel, mein Bruder ist jemand, der kann mit so Zombie-Kram eigentlich nichts anfangen. Der liest aber gerne Krimis oder eben auch Kriegsromane. Der hat den komplett durchgelesen und hat gesagt, das ist geil, das ist cool, das funktioniert. Und man liest dieses Buch und man spielt den ersten Teil des Spiels und man denkt sich, jetzt haben wir doch die perfekte Grundlage. Warum sollte man jetzt noch irgendwas anders machen? Und dann kommt erstmal der Trailer raus und haut eine Geschichte raus, die versucht, zwanghaft ineinander verwebt zu werden. Nämlich aus Teil 1 und Teil 2. Der Trailer suggeriert mir zumindest, dass in Raccoon City bestimmte Dinge abgehen, beziehungsweise die Apokalypse ist schon am Eskalieren und daraufhin gehen sie erst ins Herrenhaus. Das ist eine Erzählweise, die den kompletten, diese Spannung auch mit rausnimmt. Vor allem wissen wir schon von Anfang an durch den Trailer, Achtung Spoiler, es ist ja im Trailer drin, Umbrella steckt dahinter. Das ist ein riesen Reveal im Spiel. Im Spiel ist erstmal alles komplett mystisch und seltsam. Man weiß nicht, was wirklich passiert. Und man findet dann irgendwelche Tagebücher am Boden. Die Tagebücher erleuchten so ein bisschen, was gerade, oder eigentlich bringen die noch mehr Rätsel auf. Sie beschreiben aber einfach den Alltag von bestimmten Leuten, bis man irgendwann halt rausfindet, ey, das sind anscheinend Mitarbeiter von irgendwas. Und dann kommt nach und nach raus, dass diese ganze Villa über einem Labor gebaut wurde und dass da wirklicher Scheiß abgegangen ist. Im Film ist anscheinend Jill diejenige, die schon als Kind Verschwörungstheorien verbreitet. Warum
bist du zurückgekommen, Claire. Deine Verschwörungstheorien waren schon nicht wahr, als wir noch Kinder waren. Wenn du als Kind schon anfängst, Verschwörungstheorien zu verbreiten, schwierig. Das ist ganz schwierig. Und man weiß schon, dass Umbrella dahinter steckt. Aber der Grund, warum sie eigentlich ins Herrenhaus kommen im Spiel, ist der, dass sie eben nicht wissen, was passiert. Jetzt wissen sie es aber, also warum gehen sie ins Herrenhaus? Und ich hoffe einfach, dass der Trailer unglücklich zusammengeschnitten wurde, um vielleicht auch die Leute, die mit dem Genre nicht so viel am Hut haben, ins Kino zu locken. Es ergibt einfach so keinen Sinn von der Handlung her, wenn man das so zusammensetzt. Das hat mich auf jeden Fall sehr gestört. Jetzt muss ich zu den Punkten aber kommen, die mich jetzt nach mehrmaligem Schauen nicht mehr so sehr stören. Die Charakterbesetzung ist großteils nicht 1:1 wie in den Spielen, das ist richtig, aber das ist okay. Ich finde auch tatsächlich, dass der Charakter von Leon, ich weiß den Schauspielernamen jetzt nicht, aber irgendwie sympathisch rüberkommt. Er wirkt nicht wie Leon, aber das ist irgendwo okay. Ich bin eigentlich der Erste, der immer sagt, Neuinterpretation, gib ihm. Gib ihm grünes Licht für Neuinterpretation und dann mach eben was Cooles draus. Und das machen sie ja hier. Ich kann das nicht ankreiden. Eigentlich ist das eine ziemlich coole Sache, dass sie die Figuren neu interpretieren. Wesker zum Beispiel sieht jetzt hier auch irgendwie aus wie ein ganz normaler Soldat. In den Spielen ist das einfach Wesker. Sieht man das jetzt hier im Hintergrund? Ich blende ihn hier einfach mal ein. Übrigens auch ein Spiel, was ich einfach aus Japan mal einfliegen lassen habe, weil das in Deutschland nämlich verboten ist. Warum auch immer. Wesker sieht man sofort an im Spiel, dass er eigentlich der Böse ist. Ich meine, das ist ein Typ. Schaut ihn euch mal bitte an. Es ist nicht wirklich überraschend, dass er am Ende, Achtung, Spoiler, hinter allem steckt, wie er behauptet, obwohl man das auch anzweifeln könnte. Im Film soll Wesker eine Beziehung mit Jill haben. Das haben einige kritisiert. Inzwischen sage ich aber, das ist okay, weil es vielleicht am Ende ein bisschen mehr Fallhöhe noch hat, wenn wir rausfinden, dass Wesker nämlich eigentlich der Böse ist. Und dann hat er eine Beziehung mit Jill und Jill ist eine gute. Das kann man schon ganz gut so rumwinden. Das passt. Die Designs passen also, die Neuinterpretation der Figuren passt eigentlich. Die Zombies, man sieht sie in den hektisch zusammengeschnittenen Trailer-Szenen öfter mal sehr menschlich und sehr schnell rennen. Aber es sieht zumindest so aus. In den Spielen schnurfen die eben ganz langsam durch und du hast trotzdem Schiss vor den Zombies. Und ich dachte, das schaffen sie vielleicht wieder jetzt hier zu machen, dass sie es irgendwie hinkriegen, einen Zombie-Film, bei dem schon wirklich ein einziger Zombie, die das Schauern, die den kalten Schweiß übers Gesicht laufen lässt. Das schaffen sie jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber die Zombies werden hier auch nicht unbedingt rennen. Das sind eben sehr hektische Bewegungen, die wir im Trailer sehen. Und diese schnellen Bewegungen machen sie aber auch im Spiel, wenn du nah genug an denen dran bist. Und passt auch soweit. In den Games sehen sie allerdings ein bisschen zerfletterter aus. Hier sehen sie mir zu clean aus irgendwie. Natürlich auch ekelhaft und tot, aber der Trucker ist frisch mutiert. Na klar, man kennt es aus den Spielen. Aus dem zweiten Teil hat jetzt hier ganz rot unterlaufene Augen. Das sieht auch irgendwie nicht so cool aus. Das sind Kleinigkeiten nicht. Ich denke mal, dass das tatsächlich im Film dann eher weniger eine Rolle spielen wird. Der Zombie, den man hier sieht, ist zum Beispiel auch der erste Zombie, den man im Spiel wirklich sieht. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die das im Film genauso machen. An sich sehen die sich dann doch sehr ähnlich. Aber wie gesagt, ich kann es hier nur mal ganz kurz einblenden. Das ist der aus dem Spiel, das ist der aus dem Film. Der aus dem Spiel sieht wirklich mehr aus wie ein Zombie. Und der aus dem Film sieht aus wie ein Vampir mehr irgendwie. Das ist so eine Designentscheidung, bei der ich irgendwie ein bisschen skeptisch bin. Aber alles in allem muss ich wirklich sagen, inzwischen bin ich gespannt auf den Film. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Wut von gestern abgelegt. Ich habe mir das nochmal alles angeschaut. Habe mir auch Kommentare von Leuten durchgelesen, sowohl die dagegen sind, aber auch Leute, die eben positiv gestimmt sind, die einfach sagen, ey, schlimmer als Wes Anderson kann es nicht werden, was für mich eigentlich, naja, das ist kein gutes Argument, aber sie gehen in eine richtige Richtung und das machen sie halt tatsächlich, das kann man denen nicht ankreiden, sie gehen in eine vernünftige Richtung, sie nehmen die Figuren mit, sie erstellen keine eigenen Figuren wie Alice, die auf einmal psychokinetische Kräfte hat, zumindest noch nicht, vielleicht kommt das noch. Sie machen das irgendwann doch schon sehr richtig. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ich gehe auf jeden Fall rein und bin jetzt schon wesentlich positiver gestimmt, als ich es noch gestern gewesen bin. Wie hat euch der Trailer jetzt gefallen? Wart ihr am Anfang auch ein bisschen skeptisch? Sagt ihr, das ist gar nicht meins? Könnt ihr meine Argumente nachvollziehen? Wie steht ihr zum Resident Evil-Universum? Schreibt mir alles in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.